Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute möchte ich mit euch ein Panlos-Set bauen. Und zwar die Nummer 666 012. Und das kann ich euch jetzt als Bild geben. Mehr dazu nach dem Intro. Auf den Bau aufpassen wird heute die Cap von Let's Bricks. Das haben die Jungs mir zugeschickt und deswegen habe ich es gesagt. Hat es einen Platz in diesem Bildvideo verdient. Das ist das Einzige, was ich euch zeigen kann. Die Bauanleitung mit 73 Bauschritten, einer kleinen Tapete dabei. Es handelt sich um ein Shelby GT500. Und zwar die Eleanor. Das Ganze habe ich in China bestellt. Ich weiß, dass es von Panlos ist. Und China typische Verpackung. Ich hatte es im Hall vorgestellt. Alles ist raus. Und was mir damals schon direkt aufgefallen war, war dies hier. Die Frontscheibe ist schön separat einzeln eingepackt, da ist nichts weiter bei. Also gehe ich davon aus, die wird wahrscheinlich im Top-Zustand sein. Was habe ich denn hier? Eins. Die Räder sind auch separat eingepackt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun Tüten und ein Grundgestell sowie die Anleitung. Ich würde sagen, ich packe die jetzt mal in mein Schälchen und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, die Teile habe ich ausgepackt. Was ich euch sagen kann, ist halt, dass das gute Stück in Asien 2020 auf den Markt gekommen ist, wohl 365 Teile hat, ab 6 Jahre plus. Es läuft in Asien unter Ford Mustang GT 500 und ja, mehr sehe ich jetzt auf dieser asiatischen Seite auch nicht. Die Teile habe ich ausgepackt. Es ist auch eine Minifigur dabei. Ich werde es mir anschauen. Die Teile an sich. Sehen soweit ganz gut aus bis jetzt. Die Fliesen, Mikrokratzer drauf, aber ja, doch, hier sind es ein bisschen mehr zerkratzt. Aber was die Klemmkraft angeht und so weiter, werden wir sehen. Ich werde jetzt mal die ersten Bauschritte machen. Das Problem ist bei dieser Faltanleitung. Da muss ich mir erstmal ein bisschen was zurechtdrücken. Also jetzt legen und so weiter. Weil das ist die erste Seite. Und das ist die zweite Seite. Und das Ding nimmt zu viel Platz in Anspruch. Und auf meinem kleinen Tischchen ist das nicht so schön. Alles klar, bis gleich mal. So, Bauschritt 15 habe ich abgeschlossen. Soweit bin ich. Ja, hinten kriegen wir jetzt der Aufkleber Eleanor drauf. Teile sind eigentlich bis jetzt von der Klemmkraft gut. Was ich schon mal absolut sagen kann, die Anleitung ist grottenscheiße. Weil sie ist so klein und dann hast du schwarz und grau. Ich als fast blinder Mensch kann das so gut wie gar nicht erkennen. Also blind nicht, aber das ist überhaupt nichts. Aber was dann gibt es da von Panlos auch eine Anleitung online. Die ist zwar nicht sehr viel besser, aber etwas größer. Gut, weiter geht's. So, Bauschritt 30 habe ich abgeschlossen. Soweit bin ich gekommen.
Ich hätte hier die Rückleuchtenfront, zeige ich euch. Wir hätten das kleine NOS-Paket. Da käme Aufkleber drauf, habe ich nicht drauf gemacht. Wir hätten hier eine Rückbank und die Frontsitze sind auch schon fast fertig. Also, erstmal von hinten. Ja. Dann das NOS-Paket. Die Rücksitze und die Vordersitze. No. Und stabil. Wirklich sehr, sehr stabil bis jetzt. Muss ich sagen, gefällt mir. Weiter geht's. So, Bauschritt Nummer 40 ist fertig. Ich habe hier einen schönen Motor eingebaut und ein orangenes Lenkrad, was wahrscheinlich ein Holzlenkrad darstellen soll. Die vorderen Kotflügel sind dran. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Wenn der Fokus noch mitspielt, ja, sieht man aber. So, jetzt gibt es noch 23 Bauschritte. Es sind sehr viele kleine Teile. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Mal gucken, wie das Endergebnis wird. Aber ich melde mich zwischendurch nochmal. Bauschritt 63 und das Heck haben wir schon mal ziemlich zu. So macht was. Ja. Jetzt kommt noch die vordere Front. Jo, ich habe wohl einen Unfallwagen bekommen, weil wie man sieht, diese Fliesen passen nicht. Und das gilt gleich fürs Dach auch. Da sind drei Fliesen mit der falschen Farbe drin. Schade. Ich habe jetzt gerade mal die Frontscheibe ausgepackt. Und ich sag mal ein bisschen Staub. Kann man noch sauber putzen. Ganz minimale Mikrokratzer drauf, also wirklich schön. Nur das ist natürlich sehr schade. So, das Autochen ist fertig. Wie gesagt, hier im gleichen Unfallschaden. Auf der Kamera sieht man noch stärker, hier oben auch. Ansonsten gefällt es mir gut, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich schon auf das Review. Die Figur. Man hat wohl versucht, sich von den Dänischen ein wenig abzusetzen. Man hat es versucht. Und zwar, der Oberkörper ist etwas anders und die Beine sind hier vorne gerundet und ist auch ein bisschen anders. Ja, also man sieht es da. Mit dabei ist übrigens noch ein Helm. Das Problem ist einfach nur, dass dieser Unterkörper da drin verschwindet. Fast vollständig. Das soll wohl so sein. Es ist ein bisschen anders. Sagen wir mal so, ich mache mal ein Minutenvideo. Es ist anders. Aber nur ein bisschen. Okay, das war's soweit. Wagen rollt allerdings ein bisschen schwerfällig. Ist halt ein Unfallwagen, ne? Ja, Teile, die ich über hatte. Ja, ein paar kleine Teile. Ich bestelle euch mal einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Und schaut vielleicht auch mal bei den Jungs hier vorbei. Die sind ganz nett. Bis zum nächsten Mal. Ciao.